Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Meine Fraktion und ich haben in der Vergangenheit mehr als einmal vor den Zuwanderungsanreizen für Ausländer und deren Folgen für unser Land und Volk gewarnt. Seit einigen Monaten ist aus dem schleichenden Prozess, an dessen Ende der Austausch des deutschen Volkes steht, eine regelrechte Lawine geworden, die unser Land überrollt. Mindestens 1,5 Millionen Ausländer werden es in diesem Jahr sein, die sich faktisch den Zugang zu unserem Land erzwingen. Und obgleich etwa 80% der nach Deutschland strömenden Ausländer erwachsene junge Männer sind, so gibt es doch auch einen Anteil von Kindern, je nach Quelle zwischen 10% und 30% unter ihnen. Selbst mit der fremdsüchtig inflationären Verteilung des Flüchtlingsstatuses jenseits der unter 1%, welche tatsächlich ein Anrecht auf Asyl haben, nach dem Grundgesetz, hat über die Hälfte der Ausländer, die hier ihr Glück in dem deutschen Sozialsystem suchen, die Bundesrepublik wieder zu verlassen. Also, warum die Kinder dieses Anteils beschulen? Sie mögen mit Menschlichkeit argumentieren, nur das umschreibt es nicht im Entferntesten. Einfältigkeit, nein, Dummheit, das ist der Begriff, der hier zum Tragen kommen muss. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Wie Sie alle wissen sollten, gibt es in der ganzen Bundesrepublik nicht genug Lehrer, um allein die Schüler, die bereits vor Beginn der jetzigen Völkerwanderung die Schulen besuchten und noch besuchen, planmäßig zu beschulen. Nach wie vor, und das auch ohne das wachsende Ausländerproblem, fehlen 30.000 Lehrer bundesweit. Nehmen wir nun an, dass unter den 1,5 Millionen Ausländern 20% schulpflichtig seien, also das Mittel der unterschiedlichen Zahlen, dann sind das 300.000 Schüler, beziehungsweise 10.000 Klassen à 30 Schüler oder 20.000 Klassen à 15 Schüler zur Intensivbeschulung ohne Deutschkenntnisse, die nun zusätzlich unterrichtet werden sollen. Unabhängig von der unlösbaren Aufgabe fehlen dafür aber auch weitere 20.000 bis 25.000 Lehrer, so heißt es vom Philologenverband. Die zusätzlichen Lehrer sind natürlich nicht vorhanden, sodass die betreffenden Schulen vorhandenes Personal oft genug zu Lasten des regulären Betriebs umschichten müssen oder auf freiwillig tätige, pensionierte Lehrer zurückgreifen. Wollen oder können Sie diesen Wahnsinn nicht erkennen? Der Philologenverband fordert inzwischen eine Obergrenze von Migranten in Schulklassen. Denn durch eine PISA-Begleitstudie sei inzwischen nachweisbar, dass bei 30% Nicht-Muttersprachlern ein Leistungsabfall bei allen Kindern einsetze. Aber an einem Anteil von 50% sei dies sogar dramatisch. Nun, einen Quotenvorschlag gibt es natürlich nicht, aber die Maximalgrenze dürfte wohl etwa bei 15% liegen. Ein Wert, der sich jedoch in der Praxis nicht halten lassen wird. Denn eine derartige Verteilung kann nicht gelingen. Schon heute haben wir in BRD-Schulklassen, nicht einmal mehr einen Anteil von 15% an echten Deutschen. Um die Masse von zusätzlichen Ausländern, das wissen Sie doch ganz genau, um die Masse von zusätzlichen Ausländern überhaupt beschulen zu können, werden nicht nur Lehrer aus dem Nichts kommen müssen, sondern auch geschlossene Schulen wieder in Betrieb zu nehmen sein, beziehungsweise Schulen neu zu bauen sein. Neben den Lehrern fehlt es zudem am assistierenden Personal, wie etwa Dolmetschern oder Sozialpädagogen. Und das alles, wofür? Um den Kindern, die so gut wie nichts verstehen, für ein paar Wochen, Monate oder auch ein Jahr die körperliche Teilnahme am deutschen Unterricht zu ermöglichen? Das wird ihnen den Abschied nicht leichter machen. Wir haben keinerlei Verantwortung für diejenigen zu tragen, deren Eltern entscheiden, sich auf den Weg ins vermeintliche Schlaraffenland zu machen oder ihre Kinder gar allein zu uns schicken. Herr Ritter, ich habe Ihnen das heute schon mal gesagt. Mit der Argumentation dürften Sie keine Hochhäuser mehr bauen, sondern nur noch unterirdisch, weil es immer wieder Leute gibt, die von Hochhäusern springen. Das ist hohl. Genauso hohl ist Ihre Argumentation mit Verantwortung für den Rest der Menschen dieses Planeten. Wir haben allein die Verantwortung für unsere Kinder und die Angehörigen unseres Volkes zu tragen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen werde, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden,
So heißt es im Amtseid der Bundeskanzlerin. Auch wenn Sie in der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns das Wort Deutsch an der Stelle gestrichen haben, so heißt es doch auch für den Ministerpräsidenten unseres Landes noch, dass er seine Kraft dem Volk zu widmen hat und nicht den Völkern dieser Erde. Was zudem im Willkommenswahn völlig verkannt wird, ist, dass mit der sich immer weiter zuspitzenden Lage auch immer mehr Lehrer ihren Beruf an den Nagel hängen werden. Allein die Inklusion ist eine Zumutung für den erfolgreichen Schulbetrieb. Aber jetzt die Schulen auch noch mit Ausländern zu fluten, das schlägt dem fast den Boden aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Bildungsministerium nichts von den Vorkommnissen auch in unserem Bundesland weiß, bei dem Lehrer beschimpft wurden oder Lehrerinnen der Respekt verweigert wird, einfach nur, weil sie Frauen sind. Von Fällen, wo sogenannte Flüchtlingseltern ihren Kindern gegenüber den Lehrern beistehen, weil diese eben keine Moslems sind und somit als minderwertig nicht nur angesehen, sondern auch bezeichnet werden. Es funktioniert nicht, die ausländischen Schüler einfach in Klassen zu stecken und den Lehrern zu überlassen. Ohne grundsätzliche Deutschkenntnisse geht das faktisch nicht. Das geht zulasten aller Beteiligten. Der Deutsche Lehrerverband sprach von 6 Monaten Dauer allein für die Sprachvorbereitung. In diesem Zeitraum sollte das Groß aber längst wieder abgeschoben sein. Das ist zwar leider nicht die Regel, führt aber jetzt bereits dazu, dass es einen ständigen Wechsel in den eingerichteten Sprachklassen gibt. Vielen Dank. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 120 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Renz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube nicht, dass uns Anwesenden das nicht bewusst ist, dass wir in der jetzigen Zeit vor großen Herausforderungen stehen, dass Ängste in der Bevölkerung existieren, dass Sie versuchen, weitere Ängste zu schüren, dass wir vor Problemen, vor Herausforderungen stehen, die gemeistert werden müssen. Und dann kommt die NPD in der Person Herrn Peterreit daher und greift sich dann noch die Gruppe heraus, der Kleinsten und Schwächsten, nämlich die Gruppe der Kinder. Das brauchen Sie gar nicht so mit einem verhöhnenden Lachen hier begleiten. Herr Peterreit hat ja versucht, die Thematik dann zwischendurch auf ein mathematisches Problem hier runterzubrechen. Zwischenrufe der NPD in Richtung anderer Fraktionen, ob wir überhaupt Kinder hätten, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Insofern glaube ich auch zu wissen, wovon ich spreche. Vielleicht sollten Sie dann auch die Frage Ihrem eigenen Redner hier mal stellen. Und insbesondere, wenn man mit Kindern zu tun hat, dann glaube ich, weiß derjenige oder diejenige, dass gerade diese Gruppe der Kinder mit ausländischen Kindern überhaupt keine Berührungsängste haben. Und das, was Sie versuchen, hier aufzubauschen, gerade in diesem Bereich, ist mehr als peinlich. Dann kommt dazu, dass wir seit zig Jahren, ich glaube, seit Bestehen des Landes Mecklenburg-Vorpommern hier auch diese Rechtslage so haben, wie sie jetzt ist. Und dann stellt sich schon die Frage, warum Sie die gerade dann heute hier aufgreifen wollen und die verändern wollen. Die Rechtslage, nein, das ist nicht der Grund. Sie wollen Stimmung machen, Stimmung anheizen. Möglicherweise bekommen Sie intern ein Problem, dass Sie glauben, die 5%-Hürde nicht selbst zu schaffen und wollen Sie dann noch verschärfter und noch aggressiver vorgehen. Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum Sie hier so agieren. In unserem Land gilt beim Zugang zur Bildung eine Gleichberechtigung. Das ist unser Leitprinzip. Die Schulpflicht gilt für jedes Kind und jeden Jugendlichen, die in unseren Kommunen, in unserem Land leben, unabhängig von der individuellen Herkunft, der Muttersprache und dem Geburtsland. Und dies ist im Schulgesetz so festgeschrieben und das ist auch richtig so und das ist auch wichtig.
Denn die Schulpflicht ist ein grundlegendes Prinzip unseres demokratischen Rechtsstaates. Jeder junge Mensch in unserem Land hat das Recht, gleichberechtigt Bildungs- und Aufstiegschancen zu erhalten, die der individuellen Eignung entsprechen. Die Bildungseinrichtungen unseres Landes sind für eine erfolgreiche Integration von schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund von grundlegender Bedeutung. Denn die Bildung ist der Türöffner für individuelle Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft. Daher ist es umso wichtiger, dass Kinder und Jugendliche, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, im Schulunterricht so gefördert werden, dass sie die deutsche Sprache in Schrift und Wort beherrschen und einen Anschluss erlangen können. Und Ihre Behauptung, so wie Sie es hier niederschreiben, damit die Öffentlichkeit das auch mal gehört hat, dass ein normaler Schulbetrieb faktisch nicht mehr möglich ist, so steht es in Ihrem Antrag, beziehungsweise auch diese menschenverachtende Äußerung, die Sie getätigt haben, dass die Schule mit Ausländern geflutet wird, entspricht nicht der Realität. Ihre Behauptung, dass wir sie in die Klassen stopfen sozusagen, entspricht nicht der Realität, sondern wir werden entsprechend das so regeln, beziehungsweise ist es geregelt, dass im Vorfeld in entsprechenden Gruppen individuell hier die Deutschkenntnisse vermittelt werden, bevor es dann in den regulären Unterricht geht. Sehr geehrte Damen und Herren, für ein friedvolles Zusammenleben ist gute Bildung von größter Bedeutung. Daher kann es nur in unserem eigenen Interesse liegen, die Potenziale junger Menschen, die in unser Land kommen, bestmöglich zu entwickeln und zu aktivieren. Wenn Integration gelingt, werden wir alle davon profitieren. Aus diesem Grunde lehnen wir den Antrag der NPD ab. Vielen Dank, Herr Renz. Das Wort hat jetzt noch einmal der Abgeordnete Peter Reit für die Fraktion der NPD. Also in unserem Antragstext heißt es wörtlich, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Oldenburg, ich verwechsle Sie immer noch. In unserem Antragstext, also bevor ich zum Antrag komme, dass ich Sie ständig verwechsle, das ist, weil ich immer das Gefühl habe, ich höre aus beiden Mündern so ziemlich das Gleiche, nur anders verpackt. Ja? So. Weiter geht's. Also, in unserem Antragstext, und da schließe ich dann bei Herrn Renz gleich an, heißt es, es ist nicht hinnehmbar, dass aufgrund einer ausufernden sogenannten Willkommenskultur auf Biegen und Brechen hunderte Ausländer beschult werden sollen und somit ein normaler Schulbetrieb faktisch nicht mehr möglich ist. Sie haben es nicht gemerkt, aber der Ordnung halber will ich berichtigen, dass es natürlich nicht um Hunderte, sondern um Tausende Ausländer geht, die unmöglich beschult werden können, ohne dass es dabei zu drastischen Nachteilen im Schulbetrieb kommt. Und so heißt es in unserem Beschlusstext, und nur der wird ja dann auch beschlossen, um erhebliche Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb durch die Beschulung von Asylanten, Asylbewerbern, Flüchtlingen und die damit einhergehende Belastung für einheimische Schüler zu reduzieren, unterstützt der Landtag Forderungen, wonach die Schulpflicht von Kindern, deren Aufenthaltserlaubnis noch nicht abschließend festgestellt ist, auszusetzen. Aber das haben Sie ja auch nicht gemerkt. Mit unserer heutigen Forderung sind wir im Übrigen nicht allein. Neben uns wird die Forderung nach Aussetzung der Schulpflicht für Kinder ohne festgestellten Aufenthaltsstatus vom Oberbürgermeister der Stadt Erfurt und vom Deutschen Lehrerverband erhoben. Unser heutiger Antrag, das ist uns bewusst, kann natürlich nur ein erster Schritt sein. Wir haben ihn aber in der vorliegenden Form gestellt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Fehler Ihrer Politik zumindest abmildern zu können. Ginge es nach uns, so würden an deutschen Schulen auch nur deutsche Kinder unterrichtet. Das ist kein Geheimnis, das steht auch so in unserem Parteiprogramm. Und das wäre ja auch gar nicht so ein großes Drama, denn in den einzurichtenden Flüchtlingszentren ließen sich ja sicher unter den angeblich so zahlreich vertretenen Fachkräften auch ausreichend Lehrer für die Flüchtlingskinder finden. Herr Koplin könnte da sicherlich seine Kontakte spielen lassen. Für uns ist Integration weiterhin Völkermord. Die Integration von Millionen Fremden ist ausweislich der schon heute bereits bestehenden Ausländerghettos in den westdeutschen Großstädten ganz offensichtlich gescheitert.
Und dieses gescheiterte Experiment darf daher nicht länger auf dem Rücken unserer Kinder fortgeführt werden. Zuletzt der Hinweis, ich rechnete damit, dieses Argument käme, dass man dem Antrag aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom Dienstag nicht mehr zustimmen müsste, da man ja lediglich die Ausländer in die Kommunen verweisen würde, welche auch eine Bleibeperspektive hätten und sich somit der Antrag hier hätte erledigt haben können. Das geht ich greife dem aber trotzdem vor. Dem ist nämlich nicht so, denn es geht nur um einen Kabinettsbeschluss und das ist lediglich eine Willensbekundung, so lange, bis die Landesregierung sich wieder umentscheidet. Und es wurde auch keine Aussage darüber getätigt, ob die Schulpflicht auch ausgesetzt werden soll. Denn so wie ich Sie und die Landesregierung einschätze, sollen die Kinder dann sicher auch aus den Gemeinschaftsunterkünften heraus auf die in den Umgebungen liegenden Schulen geschickt werden. Das wollen wir nicht. Asylrecht ist kein Zuwanderungsrecht und Idiotie eben keine Menschlichkeit. Vielen Dank.